So, hast du nicht gesehen. Fängt langsam an, ein wenig zu wachsen. Wir haben Bedarf an plus minus gar nichts. Dann... eigentlich müsste man hier künstlich für Bedarf sorgen, aber ich habe ja hier schon... Ich will ja, dass hier Arbeitsplätze entstehen, die dann dafür sorgen, dass hier Leute einziehen. Aber irgendwie geht das nicht auf. Der Bedarf gleicht sich aus und hier kommt keiner hin. Oder stecken die alle im Stau? Hier ist unsere Anbindung. Die stecken alle im Stau. Scheiße. Okay, die stecken alle im Stau. Na gut, das ist jetzt natürlich, weil ich hier gewaltsam versuche, dieses Gebiet auf Krampf zu besiedeln, so schnell es geht. Das wird sich dann auch bei Zeiten wieder aufdrösen. Ich glaube, ich mache hier mal noch eine Verbindung, dass die Leute diese Abfahrt hier auch ein bisschen mehr nutzen und die andere vielleicht ein bisschen weniger. Warte mal. So mache ich das. Oder weißt du was, hier kommen auch Bürogebäude hin. Warum eigentlich nicht? Kann man ja mal machen. So, wir haben genug Geld für eine Dings, für ein Busdepot. Das kommt hier hinten hin. Und ich habe mich noch gar nicht um Müllverbrennung gekümmert. Ich weiß, das machen wir auch noch. Machen wir noch. Ich weiß nicht wann, aber machen wir noch. Würde ich sagen, einmal dahin, einmal hier hoch. Einmal hier hinten durchs Gewerbegebiet durch. Achso, ja, war ja was. Ich habe Stanton gar nicht verbunden. Dann setze ich halt einfach mal eine Linie da so hin und... Na komm. Hier außen rum. Hier runter. Das hier ist die Autobahn, oder? Nee, ist sie nicht. Ich bin doof. Nee, alles klar. Nee, alles klar. Also hier kann ich weiterhin Linien setzen. Das ist alles kein Problem. Und dann dahin. Fällt nur gerade auf, dass diese Straße hier kaum Verbindung mit dem Innenleben hat. So mache ich das mal. Und hier dann vielleicht auch noch eine Verbindung. Meinetwegen dahin. So. Da brauche ich dann auch noch mehr Platz für Bürogebäude hin. Das sieht jetzt hier ein bisschen merkwürdig aus. Das wird so nicht funktionieren, das ist mir schon klar. Aber ich lasse es jetzt einfach trotzdem mal so. Ist mir egal. So. Okay. Ich war bei den Bussen immer noch. Schon wieder 35.000. Ich habe doch gerade das im Busdepot gesetzt. Ne? Dann kümmern wir uns gleich als nächstes um den Müll. Aber ich möchte jetzt gerne noch ein bisschen mehr Busverbindung haben. Vor allem möchte ich hier eine Haltestelle haben. So, die Linie führt dann meinetwegen auch einmal hier hinten durchs Gewerbegebiet. Hier unten bei den... Warte mal, das hier waren die Bürogebäude, gell? Auch hier können wir durchaus mal eine Buslinie gebrauchen. Dann hier hoch. Und dann würde ich sagen, ziehen wir jetzt mal hier so ein paar Punkte hier mitten durch. Und da freuen sich die Leutchen jetzt auch. Ist doch toll. Dann hier hinten noch eine hin und meinetwegen da noch eine hin. Und dann schließen wir das Ganze ab. Wo fährt er lang? Der kommt irgendwie von hier unten her, ne? Dann mache ich halt noch da eine hin und mache das Ganze dann zu. So. So weit, so schön. Weitere Linien folgen. Ich kümmere mich jetzt erstmal um die Müllentsorgung. Das ist ein Management-Gedönse hier. Warte mal, das ist schon Müllentsorgung. Genau, andersrum. Krematorien brauchen wir. Mach ich mal 1, 2. Ich bin ja optimistisch, ne? Direkt mal 2 Krematorien setzen. Und das hier sind bisher alle unsere Wohnungen. Dann haue ich hier meine Praxis hin und meinetwegen noch eine da oben. Nicht genügend Geld. Was kostet der Spaß? 10k. Haben wir gleich wieder, haben wir gleich wieder. Wie sieht denn das hier ansonsten aus? Da hinten ist mal wieder ein Toter und da ist auch einer. Ne, warte mal. Das hier sind Tote und das hier sind im Sterben Liegende, gell? Warum? Und warum andauernd hier im Gewerbegebiet? Der Kreisel scheint ganz gut zu funktionieren. Vielleicht sollte ich hier irgendwo auch noch mehr auf Kreisel setzen. Das könnte vielleicht auch helfen. Im Moment setze ich hauptsächlich darauf, alles auf die Autobahn auszulagern, ne? Ich meine, dieser Ort hier hat keine direkte Verbindung zu Kukakerode oder zu Hinterwaldlingen oder zu Dingenskirchen. Das läuft alles über die Autobahn. Und bis jetzt habe ich das Gefühl, dass das soweit ganz gut zu funktionieren scheint, bilde ich mir ein. Abgesehen davon natürlich, dass es sich im Moment noch... das ist... doch ja. Im Moment staut es sich noch, aber wie gesagt, ich denke mal, das liegt daran, dass die hier alle erstmal einziehen wollen. Also geben wir den Leuten mal die Möglichkeit und ein bisschen Zeit und dann wird das alles schon. So, Bildung, hatte ich mich bereits drum gekümmert... Kapazitäten reichen wohl einfach nicht.
Oh, und Diebstahlsprobleme gibt es hier. Was kostet eine Polizeistation? 12k. Na gut, haben wir hier im Gebiet noch gar nicht, ne? Dann brauche ich die mal hier mitten rein. Okay, dieser Ort ist bereits belegt. Dann brauche ich die mal da mitten rein. Nicht genügend Geld. Ja, kommt schon, Leute, jetzt schmeißt mal ein bisschen was hier in den Steuertopf und dann funktioniert das schon. So, wupp. Schön. Die hier sind auch happy, die werden zwar gar nicht erreicht, weil die Polizei erstmal ganz hier außen rumfahren muss, aber die sind trotzdem happy. Ist so eine super Sache. Hier haben wir Müllprobleme, wie es aussieht. Könnte man sich ja jetzt auch mal drum kümmern, ne? So ist es jetzt nicht. Dann ziehe ich hier mal so einen Feldweg. Der soll nicht verbunden werden, aber hier haben wir ein bisschen Industrie, hier ist ohnehin schon Verpestung. Und dann würde ich sagen, haue ich hier einfach meine Deponie hin. So. Einfach für den Moment schon mal. Und hier hinten, glaube ich, könnte man das, obwohl die Müllverbrennung, die wir hier haben, die wird ausreichen, denke ich mal, oder? Sollte hingehen. Das sollte auf jeden Fall hingehen. Hatte ich eigentlich noch irgendwas, was ich ansprechen wollte? Nee, hatte ich nicht mehr. Aber eines wollte ich noch machen. Wo waren wir neulich? Am Ende von einer Folge waren wir neulich irgendwo... Boah, Diebstahl, Kranke, Tote. Was ist denn hier los in der Stadt? Eine Feuerwache. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit einer kleinen Polizeistation an. So. Dann machen wir weiter mit einer kleinen Arztpraxis, denn diese hier scheint ja offensichtlich nicht auszureichen, wenn ich mir das hier so ansehe mit den ganzen Sterbenden. Wie sieht es aus mit dem Friedhof? Haben wir hier überhaupt keine Abdeckung? Ach, deshalb, okay. Gut, dann reicht die Arztpraxis vielleicht doch, dann baue ich hier mal einen Friedhof irgendwo hin. Sagen wir mal, meinetwegen hier. Komm, drei Gebäude müssen weichen, das ist schon okay. Nur, dass wir hier so ein bisschen Herr der Lage werden halt. Brand haben wir, natürlich mal wieder. Feuerwache habe ich hier zwei Stück. Komm, Leute, zwei Stück haben gefälligst zu reichen. Übertreibt's nicht, okay? Übertreibt's nicht. Und jetzt wollte ich... Wo war denn das? Wo waren wir denn? Da waren wir da hier? Ich sehe schon so ein paar, Dings hier, ne? Genau, hier haben wir Doc Ock und, keine Ahnung. Ach, der Comic-Typ. Ach Mensch, der erinnert mich doch an die Simpsons, nur in realistischer. Burnt Bean, Steel Frame Sports und, ach, was noch alles. Tin Video, Sparkle Dings, Kirchen. Ich suche hier gerade nach was Bestimmtem. Pop-Soda haben wir hier. Ich bin hier aber richtig, ne? Nee, das ist nur Werbung an... Nee, doch, das hier sind Gewerbegebiete. Nee, doch, ist richtig, ist richtig. Dann gucke ich mir auf die anderen Seite. Was haben wir denn da? On Furniture. Ja, ist nicht schlecht. Tasty Noodles. Hätte ich jetzt auch gerne. Gebratene Nudeln sind... Oh, das ist einfach herrlich. Aber ich habe im Moment Hunger. Also ich könnte im Moment eigentlich alles in mich reinstopfen. Wenn es ein fettiger Burger von Mc's wäre. Ohne Werbung zu machen. Natürlich ist Dings hier Burger King auch toll. Und die Burgerbude um die Ecke, die keiner, die keiner Kette angehört. Die ist natürlich auch top. Ich will ja hier niemanden schlecht machen. So, Go Nuts for Donuts hatten wir natürlich auch schon. Ich suche hier was. Ich suche etwas, wovon ich nicht mal ganz sicher bin, ob es das überhaupt gibt. Ich würde sagen, wir gucken mal hier in Dingenskirchen. Vielleicht haben wir hier mehr Glück. Ich mag das ja auch hier so ein bisschen durch die Gegend zu schauen einfach mal. Einfach mal zu gucken, was hier so Sache ist. Das kommt der Sache schon recht nahe hier. Aber eigentlich suche ich nach einer Hähnchenbude. Gibt es sowas überhaupt? Flaming Ring Wings. Ey, das ist doch... Das kommt der Sache doch schon echt nahe. Was haben wir hier? Der Kramladen. Das sieht nicht wirklich aus wie ein Kramladen. Und allein weil das hier da dran steht, würde ich sagen, das Ding hier nenne ich jetzt. In Anspielung auf eine Serie, die schon eine ganze Weile durch ist, die ich aber gerade erst angefangen habe. Muss ich kurz überlegen, wie hieß denn das? Wurde das so geschrieben? Los Pollos Hermanos? Ich glaube, so wurde das geschrieben. Ich hoffe es einfach mal. So. Haben wir es einfach mal gemacht. Los Pollos Hermanos in Dingenskirchen. Werde ich mich wahrscheinlich sowieso nie dran erinnern, aber wollte ich einfach mal gemacht haben. Bin mal gespannt, ob die Bude auch irgendwann abbrennt. Apropos abbrennt.
Ist doch alles gut abgedeckt, meine Güte, warum verbrennt ihr immer alle? Leute, was ist los bei euch? Feuersicherheit, Gefahr hoch. Ja, das, ich merke das schon, Das Zeug hier ist nicht abgedeckt. Hier könnte ich ein bisschen mehr brauchen. Ich glaube, diese kleinen Feuerwachen, die ich hier überall hinbaue, die sind einfach überfordert mit der Situation, kann das sein? Die reichen einfach nicht aus. Na gut, hier zum Beispiel kommen sie gar nicht richtig hin. Das lässt sich aber ganz leicht korrigieren, indem ich hier eine Straße hinbaue. Zack. Wenn wir jetzt nochmal nachgucken. So. Dann sind die hier auch gut ausgerüstet und hier baue ich jetzt auch nochmal eine hin. Boah, das ganze Geld, das zusätzlich reinkommt, ne? Durch die Besiedlung dieser Stadt. Das frisst sich gerade auch ordentlich auf. Gefahr ist gesunken. Feuergefahr sieht eigentlich ganz okay aus im Groben. Hier oben brennt natürlich auch wieder einiges ab. Und wisst ihr was? Ich bin ja gar nicht so. Ah, nicht genügend Geld. Okay, dann bin ich doch so. Dann könnt ihr das vergessen. Ja, am Geld scheitert es letzten Endes, ne? So funktioniert halt die Welt. Und wupp dich, die Musik ist weg, es ist still geworden in Hassel nicht gesehen. Der Alltag kehrt ein, die Leute sind eingezogen. Ab und an wird mal jemand ausgeraubt, aber das wird sich schon noch aufklären, ja. Hier ist unsere Polizeistation, wie geht's euch denn, Kollegen? Kosten 480 in der Woche, das ist okay. Verbrecher im Gefängnis 3 von 20. Streifenwagen in Verwendung 10 von 10. Was heißt in Verwendung? Heißt das, sie sind gerade alle irgendwo unterwegs, um sich um was zu kümmern? Heißt das, sie sind ausgelastet? Könnte sein, ne? Könnte sein. Kriminalitätsrate 9%. Das ist gar nicht mal... Das ist okay, denke ich. Das ist okay. Wupp. Denn Sige ist Sige. Wollen wir mal sehen, ob wir es nicht noch ein bisschen weiter senken können. Und die 480 im Monat, die das kostet, das ist dann gerade wieder 1.000 an laufenden Kosten hier. Da müssen wir halt durch. Müssen wir halt noch ein bisschen weiter wachsen, ne? Und wie machen wir das? Soweit ich mich erinnere, mit Parks. Die steigern nämlich die Grundstückswerte und sorgen dafür, dass die Gebäude aufsteigen. Größer werden, mehr Familien fassen. Und ich baue mir damit mehr Verkehrschaos, denke ich mal. Nee, ich habe hier nur die kleinen Straßen gemacht. Ich glaube, das kann ich mir hier nicht leisten. Nee, komm. Das machen wir vielleicht lieber hier. Was haben wir hier? Da oben sind alles Bürogebäude. Können die Bürogebäude eigentlich auch aufsteigen, wenn ich hier Parks hinbaue? Geht das? Ich probiere das mal aus. So, die Werte steigen ein wenig. Gucken wir mal, was draus wird. Was ist das hier unten? Das sind Gewerbegebiete. Na, auch ein bisschen Wohngebiete dabei. Komm, dann hauen wir mal rein. Wupp dich. Und dann meinetwegen da noch einen hin. Ist ja nicht so, dass die nicht genug Natur direkt hinterm Haus hätten. Ich meine, von hier bis zur Autobahn, das sind ein paar Meter. Da kann man schön mal spazieren gehen. Aber das muss ja jeder für sich selber wissen. Wie sieht das Ganze hier aus? Kreuzung und Verkehr. Ich habe es zur Kenntnis genommen. Gucken wir gleich mal. Bis dahin, glaube ich, hätte ich ganz gerne... Meinetwegen hier noch mehr. Kreuzung und Verkehr. Ja, wo denn? Was denn? Wie denn? Was denn? Sieht doch gut aus. Für die 3 Meter machst du hier so ein paar Lava? Hier oben, das ist... Gut, wirklich gut ist das nicht. Das, der Meinung bin ich schon auch, aber... Es ist okay, es ist im Rahmen. Ich meine, das ist mitten in der Metropole Kukakoroda, also ganz ehrlich. Kann man doch, ich meine, da muss man doch mal zufrieden sein mit der Situation, nicht wahr? So, die Leutchen hier werden alle happy, werden jetzt alle schön umbauen, hoffe ich. Dann sagen wir mal meinetwegen noch dahin. So, dann baut man alles schön um und ich sehe, hier sind ein paar leere Felder. Was ist denn da los? Habe ich da vielleicht gewisse Gebiete noch gar nicht, doch, eigentlich schon. Ach, warte mal, das ist, genau. Hier ist eine U-Bahn-Station und dahinter kann keiner mehr einziehen, weil da keine Straße ist. Jo, alles klar, okay, verstanden. Alles kein Problem, okay.
Gut, dieses Pling, 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 das wir hören, das müssten jetzt die aufsteigenden Gebäude sein. Gucken wir mal, was hier passiert. Ja. Die ziehen alle hier die Gerüste hoch, die bauen jetzt um, die bauen jetzt aus. Da müssten hier jetzt auch mehr Familien unterkommen. Das heißt, wir brauchen wieder mehr Bildung, es wird wieder mehr los sein auf den Straßen. Es hört nicht auf, es hört einfach nicht auf. Wir müssen hier einfach immer überall weitermachen. Schultechnisch. Warum sieht das hier eigentlich so scheiße aus mit der Schule? Was ist denn da los? 1000 von 1000. Dann haben wir nicht genügend Geld. Ich wollte gerade sagen, dann kommt halt noch eine direkt gegenüber, aber das wird wohl eher nichts. Stautechnisch staut es sich immer noch sehr. Hier oben dagegen irgendwie gar nicht, ne? Ah, was ist mit dir los? Motor verreckt? Brauchst du Starthilfe? Soll ich schieben? Wer bist denn du? Du bist ein LKW. Der Besitzer ist Rock Valley, okay. Der will zum Outlet Store. Ah, die Kiste anscheinend wieder anbekommen, alles klar. Dann fahren wir weiter, mein Gutes, da ich wünsche dir Glück, dass du ankommst. Hallo, Fenster? So, jetzt. Was ist das hier für eine Verbindung? Brauchen wir die noch? Mal kurz gucken. Die verbindet diesen Krempel hier oben und ja, das ist noch nicht zusammengewachsen. Die Verbindung brauchen wir auf jeden Fall noch. Die Verbindung hier könnte ich eigentlich kappen und stattdessen hier eine, aber das ist nicht nötig. Bahnlinie. Bahnlinie. Fällt mir gerade ein. Bahnlinie. Ich habe ja hier noch gar keine Verbindung gesetzt. Das ist eine Busverbindung. Hier, da wollte ich hin. So. Einmal von hier. Nach dort. Nach dort. Über hier. Hier hinten können die, glaube ich, auch ganz gut wenden. In Klammern hoffe ich. Dann hier hin. Hier können die hoffentlich auch ganz gut wenden. Und dann wieder zurück. Hier können die nicht so gut wenden. Nee, das funktioniert nicht. Also Verkehrschaos auch auf der Schiene. Habe ich wohl ein wenig verbockt. Ich meine, guckt euch das an. Die stehen hier alle rum und warten. Worauf eigentlich? Das Ding ist doch frei. Worauf wird hier gewartet? Jetzt kommt hier noch einer angefahren, der jetzt auch hier rumsteht. Passagiere einer. Ah, Passagiere 39. Gar nicht mal schlecht, gar nicht mal schlecht. Auf Linie zurückgelegte Strecke. Modify Line. Das sollte ich vielleicht irgendwann mal machen. Sag mal, wie viele Züge fahren denn hier? Oder fahren eben nicht? Was zur Hölle? Hier steht ja alles voll. Das ist ja... Das ist doch nicht normal, oder was? Jetzt kommen die hier rausgefahren und bleiben hier stehen. Hier fahren welche rein. Aber die, die hier rausfahren wollen, jetzt bewegt sich hier wieder ein bisschen. Wo hängt's denn? Wo hängt's denn? Hier hängt es. Und zwar, weil diese Leute hier nicht in die andere Richtung kommen. Könnte es vielleicht daran liegen, eventuell? Ich greife hier gerade nach Strohhalmen. Ich weiß es nicht. Würde ich sagen, gucken wir mal. Kann ich denn von hier aus hier weiterbauen? Nein. Kann ich hier eine direkte Verbindung machen? Ebenfalls nein. Kann ich von hier aus eine zweite... Oh, das geht. Das geht. Preisfrage ist, bringt das irgendwas? Wie gesagt, ich greife gerade nach Strohhalmen. Ja, ungültige Form ist okay. Würde ich sagen, probiere ich mal dafür zu sorgen, dass die Leute... was soll das? Probiere ich mal dafür zu sorgen, dass unsere Leutchen hier jetzt auch in die andere Richtung hier den Bahnhof verlassen können. Vielleicht hilft das ja irgendwas, ich weiß es nicht. Hier können sie auch in beide Richtungen fahren, das ist soweit ganz gut. Aber irgendwas funktioniert hier vorne und hinten nicht. Hier fahren sie jetzt raus. Und verschwinden hier jetzt aus unserer Region, oder wie ist das? Nee, hier müssen sie jetzt auch wieder reinfahren. Jetzt steht er hier und blockiert den da.
Der würde den jetzt nicht blockieren, wenn... Na gut, der will eh hier reinfahren. Aber der würde den jetzt nicht blockieren, wenn ich hier dieses Stück verlängern würde. Der will gar nicht hier reinfahren. Der steht, weil er stehen muss, weil er auf den warten musste. Tja, Leute. Sieht so aus, als müsste ich dieses Ding hier ein wenig überdenken. Das muss länger werden. Ergo reiße ich jetzt einfach mal gerade ab. Ich hoffe, die Bahnlinien bleiben dadurch erhalten. Also dadurch dabei halt, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Ach, hier ist auch noch ein Stückchen. Ist wurscht. Ist wurscht. Kriegen wir trotzdem hin. Dann baue ich hier halt nach oben. So. Hier rüber. Dann hier wieder nach unten und da dran. Dann können die jetzt hier rausfahren. Und wenn hier jetzt einer rausfährt und hier stehen muss, dann belegt dieser eine Zug nicht hier die ganze Linie direkt. Das müsste doch so gehen, oder? Das müsste doch so funktionieren. Und hier fahren sie jetzt raus, fahren hier wieder drauf. Hier müssen sie natürlich auch aufeinander warten. Dann versuchen wir jetzt mal hier so ein bisschen was zu optimieren. Das ist doch kein Zustand hier. Das ist doch absolut kein Zustand. Hier steht ja auch schon wieder alles. Ah, gut, okay, das ist, ja. Würde es denn helfen, wenn ich die hier wenden lasse? Ich meine, finanziell sieht es ja schon wieder ganz gut aus inzwischen, ne? Würde das hier denn irgendetwas helfen, wenn ich, sagen wir mal, hier hinbaue? Und die jetzt hier hinten rum können. Jetzt fahren die schon durcheinander durch. Okay, ganz wie ihr meint. Warte mal, ist der gerade von hier gekommen? Hat das funktioniert? Ist der gerade hier außen rumgefahren? Das wäre ja klasse. Das wäre ja bombastisch. Da würde ich mich doch freuen. Jetzt steht hier aber schon wieder alles. Warum steht hier alles? Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Das stimmt doch so nicht. Was ist das denn? Das ist doch nicht normal. Okay, ich glaube, ich überlaste die Bahnverbindungen, die schon vorher da waren. Ich glaube, ich muss hier noch ein, zwei weitere bauen, um das Ganze ein bisschen zu entlasten. Zum Beispiel könnte ich ja von hier aus einmal hier außen rum direkt hier anknüpfen, um so ein bisschen was... Was mache ich mal? Wir experimentieren jetzt mal ein bisschen. Wir basteln hier jetzt mal ein bisschen. Und zwar einmal von hier aus... Und einmal von ganz hier hinten aus. Die laufen dann hier zu. Was ist das für ein Bogen auf einmal? Den habe ich auch gar nicht eingestellt. Was? Ach komm, dann leckst mich halt am Arsch. Dann ziehe ich halt von hier aus direkt nach hier oben weiter. So, das Ganze ziehe ich schon mal einen Punkt nach oben. Da kriegen wir die Säule zwischen. So. Schwäbisches Schwein, das um Hilfe ruft, ne? Notrufsäule, kennt man ja. Na, kriegen wir es hier irgendwie hin? Das geht. Das geht, okay. Da würde ich sagen, möchte ich jetzt von hier aus wieder runter. Das sieht jetzt sehr abenteuerlich aus, das weiß ich selber. Aber wir probieren es einfach mal. Weil wegen, warum nicht? Nein, das war doof. Ich wollte hier bleiben, ich wollte das hier umstellen. Dann können die Leute hier nämlich jetzt hier drauf fahren. Und die, die von hier aus kommen, können jetzt in diese Richtung hier. Sollten aber nach Möglichkeit eigentlich auch am besten in die andere Richtung kommen, was so nicht mehr funktioniert. Nein. Kriegen wir das denn irgendwie hin? Vielleicht ja von hier oben aus. Das könnte gehen. Dass
hier so in diese Richtung dann. Wie gesagt, das sieht jetzt sehr abenteuerlich aus, aber das müsste gehen. Jetzt ist die ganze Region hier ohne Strom. Haben wir gleich. Nur die Ruhe, liebe Leute, nur die Ruhe. So komme ich da drüber und so komme ich da hin. Okay. Gut, haben wir das. Dann lösche ich hier oben den Krempel einfach komplett. So. Jetzt habe ich natürlich keine Ahnung, ob dieser Krempel hier überhaupt irgendwie genutzt wird. Vielleicht sollte ich den Zügen die Möglichkeit geben, von dieser Hauptlinie hier drauf zu kommen und dann darüber zu fahren. Und von hier aus... Boah, ich weiß es nicht. Ich denke mal hier rüber. So, das kannst du ein bisschen besser sehen. Oh ja, war ja was. Ach, dann halt so. Meine Güte, meinetwegen. Und hier eine Verbindung brauche ich eigentlich nicht, denn die fahren ja dann hier diese Kurve. Das heißt, hier brauche ich das nicht noch extra machen. Fahren alle nach hier hinten. Und hier staut es sich jetzt auch schon wieder. Vielleicht muss ich auch einfach diesen Bogen hier vergrößern, dass die hier mehr Platz haben. Das könnte sein. Ich greife gerade nach Strohhalmen, ich weiß es selber. Aber was soll ich denn machen? Irgendwie müssen wir hier hinkommen, nicht wahr? So, ich reiße sie einfach mal ab kurz und baue stattdessen die Linie von hier aus schon mal. So, einmal hier im großen Bogen. Ich habe eigentlich versucht, das so kompakt wie möglich zu machen, aber jetzt gerade habe ich das Gefühl, dass das ein Schuss in den Ofen war. So, und jetzt von hier aus noch... Macht das irgendeinen Sinn gerade? Ich glaube, ab jetzt könnte es Sinn machen. Jetzt können die hier reinfahren, hier im Bogen zurück. Ich weiß natürlich nicht, ob das so passieren wird, ob die das jetzt wirklich so nutzen. Es ist einfach nur mal ein Experiment. Und hier hinten, hier rollt es einigermaßen. Hier ist die Strecke jetzt sogar einigermaßen frei zur Abwechslung. Hier können sie schön ihre große Runde fahren und dann wieder weg. Das ist super. Das gefällt mir auch soweit. Oh. Ja, das könnte unter Umständen mit... Ja, warte mal, hier habe ich auch gar nichts verändert. Wo kommt der Stau her? Ich hatte doch hier unten aufgerüstet. Hier müsste sich stauen. Hier passiert aber einfach mal rein gar nichts. Ah, doch, okay. Die fahren hier alle. Hier wollen allerhand rein und raus und... Ja, doch, das scheint wohl ein ziemlich gesamtes Problem zu sein, sagen wir es mal so. Wo ist die nächste Autobahnanbindung? Hier. Von hier aus wollen viele hier rüber.